gerade gefühlte 100 Mal versucht, dieses Video zu beginnen. Ich muss jetzt an dieser Stelle festhalten, dass nach fast 4 Jahren YouTube mir die Videoanfänge immer noch sehr schwer fallen. Ich bin wieder zurück mit einem neuen Video. Nach langer Zeit mal wieder. Ich dachte, ich starte einfach gemütlich mit einem Ask Easy und erzähle euch ein bisschen was und beantworte die Fragen, die in der Zeit, wo ich mal wieder abwesend war, entstanden sind. Und wir fangen einfach direkt an. Okay, die meistgestellte Frage war natürlich, warum kamen wieder so lange keine Videos? Diejenigen, die mir auf Twitter und Facebook folgen, haben es sicherlich mitbekommen, weil ich es dort gepostet habe. Und zwar ist vor kurzem jemand in meiner Familie verstorben und ja, ich brauchte dann einfach die Zeit für mich und die Zeit mit meiner Familie zusammen und ich will euch einfach nichts vormachen und deswegen möchte ich mich nicht vor die Kamera setzen und so tun, als wäre alles toll und als wäre ich total happy, wenn es halt nicht so ist. Deswegen wollte ich halt keine Auszeit und darauf warten, dass ich wieder bereit bin, Videos zu drehen. Aber ich habe es in der Zeit auf jeden Fall vermisst, Videos zu drehen und deswegen bin ich jetzt wieder zurück. Mich würde interessieren, welches Getränk du dir immer bei Starbucks bestellst. Also fast immer eigentlich den Java Chip Chocolate Cream Frappuccino. Wie alt warst du, als du dich das erste Mal geschminkt hast? Ich war 14, aber damals auch dann erstmal nur mit Wimperntusche. Würdest du mit einem Fan zusammenkommen? Also generell kann man ja nicht kontrollieren, in wem man sich verliebt, aber mir wäre es auf jeden Fall wichtig, dass derjenige mich meiner Person wegen liebt und nicht, weil ich jetzt irgendwie YouTube-Videos drehe. Und ja, aber generell würde ich jetzt nicht sagen, nein, niemals. Hattest du am Anfang irgendwelche Bedenken, als du dir überlegt hast, mit YouTube anzufangen? Wenn ja, welche? Auf jeden Fall, ich hatte natürlich Angst, dass keiner meine Videos schauen würde oder dass sie total schlecht ankommen. Wenn du dein ganzes Leben lang ein Tagebuch geführt hättest, wie oft würdest du darin lesen? Wahrscheinlich ständig, auch die Stellen, wo es mir nicht so gut ging, aber ich bin so ein Mensch, ich erinnere mich gerne, was ich so alles schon durchgemacht habe, was ich schon alles erlebt habe, weil ich finde, das bringt einen immer weiter, wenn man weiß, was man schon alles gemeistert hat. Und deswegen würde ich mir das, glaube ich, ständig durchlesen. Könntest du Sammy anrufen und ihm deine Liebe gestehen? Hello, babe. Also ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Ja. Wie wirst du von deinen Freunden bzw. Familie genannt? Ishtar, Ashtar, Ishtari, Ishti, Ishi, Isi, Ii, Ishi, Sexbomb. Was sind deine Geheimtipps gegen Liebeskummer? Nicht unbedingt geheim, aber eigentlich so der Tipp gegen jeden Kummer ist für mich immer Ablenkung. Ablenkung ist eigentlich so das Beste. Findest du, mit Kopftuch kann man auch schön sein? Jeden Fall. Also für mich ist jetzt ein Kopftuch kein Grund, dass jemand nicht schön sein sollte. Wieso machst du YouTube nicht zu deinem Hauptberuf, so wie andere YouTuber? Weil es mir einfach zu unsicher wäre. Also ich möchte mehr noch aus meinem Leben machen und auch etwas Handfestes haben. Und ich möchte mich einfach nicht auf meinem Erfolg jetzt hier auf YouTube ausruhen, deswegen. Was ist dein Handy- und Sperrbildschirmhintergrund momentan? Das ist mein Sperrbildschirmhintergrund. Das ist mein Homebildschirm. Was ist dein Lieblingsvideo von dir selbst? Ich glaube, es ist mein 25 Outfits for School Video. Ja. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr es in der Infobox. Bist du Jungfrau? Nein, Steinbock. Wenn du dir eine materielle Sache aussuchen dürftest, ohne sie zu bezahlen, egal wie teuer sie ist, welche wäre es? Ein Auto. Solche Fragen habe ich auch gesehen und ich werde sie mir auf jeden Fall merken für zukünftige Videos, weil das wird jetzt hier einfach den Rahmen sprengen. Aber ich habe auf jeden Fall eure Video-Wünsche aufgeschrieben. Willst du manchmal unbekannt sein und nicht erkannt werden? Klar gibt es Tage, an denen es mir zum Beispiel nicht so gut geht und ich dann lieber nicht erkannt werden möchte. Aber letztendlich, selbst wenn ich dann angesprochen werde, freue ich mich trotzdem immer. Also es muntert einen dann auch wieder auf. Wie viele Fotos du dir insgesamt auf deinem Handy? 4295. Wenn du für einen Tag ein anderer YouTuber sein könntest, wer wärst du? Ich wäre wahrscheinlich Bethany, weil sie einfach momentan so meinen Traum lebt und einfach so alles macht, was ich auch gerne irgendwann mal erreichen würde. Und ja, deswegen wäre das wahrscheinlich so diejenige, die ich gerne mal für einen Tag sein würde.
Was macht dich richtig glücklich? Wahrscheinlich am meisten andere glücklich zu machen. Kannst du einmal ganz süß lächeln, damit jeder einen perfekten Screenshot für seine Collage hat? Was hältst du von einem zweiten Kanal, wo du so Vlogs hochlädst? Ich denke auf jeden Fall darüber nach. Ich würde das dann halt machen, wenn ich sicher gehen könnte, dass ich da täglich bzw. regelmäßig auch Videos hochladen könnte. Ich würde auf jeden Fall gerne wissen, ob das viele von euch interessieren würde. Also schreibt mir bitte, falls ihr wollt, dass ich einen zweiten Kanal mache. Hast du schon mal geraucht? Was ist deine Meinung dazu? Nein, ich habe bisher noch nie geraucht und ich habe auch nicht das Verlangen dazu zu rauchen. Deswegen tue ich es auch nicht. Ich finde, das muss einfach jeder für sich entscheiden. Ich verurteile niemanden, der raucht. Außer man ist noch zu jung dafür. Dann finde ich das eigentlich nicht so gut, aber ja, ansonsten muss es einfach jeder für sich wissen. Shanti fragt, Pizza oder Pizza? Ich denke Pizza. Nora fragt, würdest du mit einem Esel dir auch mal einen Tag verbringen? Habe ich schon mal, also ich habe daraus jetzt nicht so ein großes Ding gemacht, aber ich habe mich vor kurzem schon mit einer Zuschauerin getroffen als Geburtstagsüberraschung und habe mit ihr einfach so ein bisschen Zeit verbracht und war mit ihr shoppen und so. Und es war echt, denke ich, richtig cool und ich denke, ich werde das in Zukunft nochmal richtig ausbauen, weil das damals war eher sehr spontan. Aber ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen, das nochmal zu machen. Hast du noch mit vielen aus deiner Schulzeit Kontakt? Nein, eigentlich hauptsächlich nur mit meinen zwei besten Freundinnen, aber so mit den anderen jetzt nicht so regelmäßigen. Dein Lieblingszitat? Zurzeit ist mein Lieblingszitat jetzt so auf Deutsch übersetzt: In der Minute, in der du darüber nachdenkst, aufzugeben, solltest du darüber nachdenken, warum du so lange durchgehalten hast. So, das war es jetzt auch schon von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr mir nicht böse seid, dass jetzt wieder so lange keine Videos kamen. Ich weiß, ich war in letzter Zeit nicht unbedingt die aktivste YouTuberin, aber ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass wenn keine Videos kommen, es immer einen Grund gibt. Manchmal hat man es einfach nicht in der Hand, wie die Sachen laufen. Und viele Sachen, die in meinem Leben passieren, trage ich auch nicht ins Öffentliche. Und deswegen solltet ihr einfach wissen, dass wenn keine Videos kommen, es immer einen bestimmten Grund gibt. Und ich danke auf jeden Fall allen, die immer noch meine Videos schauen und immer wieder Verständnis zeigen. Da will ich jetzt auch nicht noch länger ausschweifen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und bis dann. Tschüss.